23 Uhr bin ich sowieso am Start, aber ich bin Rangliste einen Tag gesperrt nach 12 Uhr. Ich will heute in der Rangliste mitmachen, ne? Immer liken, ne? Brutal liken, ne? Ja, Bruder, mit Madina passt alles. Wir haben uns vertragen, aber Madina hat meine Stimme aufgenommen, wo wir telefoniert haben. Und die denkt auch, ich bin von gestern. Und ich weiß nicht, dass sie meine Telefonate aufgenommen hat, aber was soll ich machen? Ist ja in Deutschland verboten, dass man Telefonate aufnimmt. Aber was willst du machen, Bruder? Jeder, wie es will. Immer Button voll machen, gell? Button voll liken, gell? Barello, haben wir telefoniert? Barello und ich gehen später auf jeden Fall live. Später mit Barello 100%. 100% sind wir mit Barello später live. 100%. Ich habe ihn das letzte Mal beschützt. Er meinte Danke und so. Ich sagte, Bruder, selbstverständlich. Du bist mein Freund. Natürlich beschütze ich dich. Barello ist ja mein Bruder und meinte, im Backstage ist noch was passiert. Ich habe gesagt, ich lasse dich niemanden in meine Nähe beleidigen. Weder ein Nabil, weder ein Arafat Abi, weder sonst Freunde von mir. Das gehört dazu, weil wir ja Gangsters sind und Gangsters beschützen die Straße. Gangsters beschützen seine Freunde. Gangster ist Gangster. Nein! Nachbar! Blutzucker, Hände zittern wieder vor Wut, ohne Scheiß, Alter. Hände zittern wieder, Wallah. Hey, mein Ammoniyaladumun Prinzessi, wie geht's dir? Allah belanı versin. Allah senin belanı versin. Yine başladın. La sen haysiyetini sikin, bir de doğru dürüst konuş ya. Hello. Güllü, kennst du diese Frau? Ich sehe die nur hier. Also, Kamera ein bisschen wo. Also, die beiden hübschen Damen, ich habe euch einen Playboy gebracht. Wie findet ihr den jungen Mann? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Der kriegt jede Frau, sagt er. Wie findet ihr den? Wie geht's dir, Engel, Abi? Gut, und dir? Wie findest du die beiden hübschen Damen? Der ist über 18, passt schon. Ich sag dazu nichts. Sag doch deine Meinung. Ja, ich finde dich auch nicht attraktiv. Ich bin viel zu alt für dich. Und dann Del, und dann Del. Du hast nicht mal drei Sackhaare unten. Tut mir leid. Und du bist keine Ahnung, was bist du für ein Landsmann? Und dann Del, ich bin auch Türke. Ah, du bist Türke. Ja, du bist wie Engel. 12 Zentimeter. Mir ist kein Interesse. Scheiße, ey. Zeig mir deine Wurm. Was hab ich gesagt? Engel, Engel, hör mal zu. Kannst du dich nicht an mich erinnern? Ja, natürlich. Du, was geht bei dir? Nicht bei dir? Ach, nicht viel, nicht viel. Was hatte die gerade für Probleme? Ja, die hat gemeint, dieser junge Mann ist nichts hübsch. Ach. Ich hab nichts zu ihr gesagt. Paula, was machst du heute noch? Ach nix, ich war gestern in Düsseldorf bei diesem Geburtstag von Luciano. Ah, okay. Ja, war herbelustig. Ja, und heute nix, ich hab ein bisschen geputzt, meine Wohnung. Paula, also, mach sickig. Was? Was redest du? Du weißt, du wirst wieder blockiert wegen mir, ne? Nein, warum denn? Ich rede doch türkisch. Aber ich bin keine Türkin. Ja, aber wann treffen wir uns jetzt? Aber nicht so Vater sagen. Patula, wäre ich dein Typ oder nicht? Du hast was Falsches gerade gesagt. Nein, ich habe gesagt, man flüchtigen wir auf Türkisch. Ich habe das verstanden, was du gesagt hast. Das heißt nicht frühstücken. Ja, was denn dann? Ja, das war irgendwas Beleidigendes. Hasan, jenem şunu bir sikla. Valla kendine gelsin. Üçlüye pak gel. Ey, Paulula, minderjährige Junge, warum tust du ekelhaft reden? Nein, du hast irgendwas gesagt, ich weiß ja nicht. Na, warum tust du diese Sachen so ablenken, Amunarum, dieser Junge minderjährig, du neben Minderjährigen so ekelhaft reden auf Deutsch, hä? Schäfst du dich nicht so einer alt wie deiner Sohn, hä? Sag also, nicht wieder was Falsches, sonst wirst du wieder rausgenommen. Was bringt so mein Fame und so, wenn die richtige fehlt? Hast du jetzt eine Lust auf den oder nicht? Was? Hast du jetzt Lust auf ein Date oder nicht? Nee. Essen. Ein Essensdate. Ja.
schön türkisch Döner essen. Na, wir essen Pizza. Und ich mach so Loch in. Weil ich klatsch dir eine. Warte, wenn wir uns wirklich treffen, kriegst du von mir Schläge. Ich schwör's dir. Oh. Ich schwör's dir. Warum du so ekelhaft immer so diese Dämonen in dir? Warum du deine Dämonen? Nein, eigentlich bin ich ganz lieb, aber da musst du auch lieb mit mir reden. Ja, aber warum du deine Dämonen nicht wegschmeißen? Immer diese ekelhafte Art. Wieso? Warum kannst du einfach mal so nicht nett sein und so wie eine Frau reden? Nee. Wallah, warum diese in dieser Generation Frauen wie Männer? Kannst du nicht mal wie eine Prinzessin, wie eine Queen? Stopp mal, Engel, ich kann reden. Hey, Finger runter. Aber runter. Du rede auch mit mir. Hey! Nicht ja, mal der Richterin, ich schwöre, der Finger so. Gesehen, ich habe zur Richterin gesagt, Finger runter. Ich schwöre dir. Rede mit mir auch dann. Ja, aber Finger runter, ey. Wir sind keine Freunde, Saufreunde, gell? Finger runter, red normal jetzt. Jetzt, erzähl, Patula. Wir können vernünftig was essen gehen, habe ich gesagt. Ja, und nach dem Essen? Kino? Engel. Ich frag dich doch ganz normal nach dem Essen Kino. Hast du das Ende bis Sigmar gibt, du verloren nicht mein Date. Was machst du überhaupt hier? Dann geh raus. Also, nach dem Essen Kino? Horrorfilm. Voila. Horrorfilm. Das Grauen der Nacht. Komm, Patluna, komm mal kurz alleine. Hassan geht nicht raus, steht da. Ich weiß nicht, wie man das macht, Engel. Komm mal alleine, Burcu bana mı diyorsun? Warte mal. Burcu diyor ki, warum, Burcu meinst du mich? Burcu yavrum, amına girersem öyle demen ama warum amına girdikten sonra dersin ki Engel abi devam, sabaha kadar sik beni, sabaha kadar aşkım. Şimdi öyle yapma kameranın önünde. İmma like'ine gel, brutal like'ine. Hallo. Hallo. Wie geht's euch hier wunderbar beiden Damen? Gut, und was selbst? Ich stelle euch mal vor, das ist die Lana, Lada, das ist die Lada, Lana, Lada. Hallo Lada. Du hast mich jetzt, hallo Lana, du hast mich jetzt gerade nur reingenommen, weil wir gleich heißen, oder? Ja, so in der Art, genau. Vielleicht wird's der Freunde. Engelsgesicht, hey, ich bin mit dir einmal im Jahr live und jedes Mal, du verblüffst mich immer wieder aufs Neue. Warum, wenn ich fragen darf? Ich kann auch gerne rausgehen, wenn ihr alleine bleiben wollt. Nein. Hey, was soll das, dass du die Außenseiterin machst? Die bleibt hier. Ich geh und du schrei nicht. Du hörst dich an wie ein Chihuahua, wenn du schreist. Dann geh raus. Geh raus. Ich geh raus, schrei mich nicht an. Such dir hier Freunde, siehst du? Die hat die. Oh. Diese Frau, verrückt, weißt du? Die hat keine Freunde und so. Ich kannte sie gar nicht. Ja, ich habe gesagt, dass sie Freunde findet, aber dann sieht es sowas ab, weißt du, Lana? Ja. Wie geht's dir? Mir geht's gut, wenn ich dich sehe. Wie geht's dir? Ich bin etwas krank, aber ansonsten alles gut, ja. Echt? Was hast du denn? Ich bin nur erkältet. Okay. Und ich habe heute meine Tattoos gecovert. Ja, dann lehn dich mal ein bisschen hinter. Ist besser wegen Erkältung. Sonst kannst du, wenn du vorne sitzt, kommt die Erkältung bis zum Kopf hoch. Genau. Folgen bitte. Was? Weißt du, Lana, ich habe hier so viele Frauen kennengelernt und so, ne? Aber was bringt mir das alles, wenn die richtige fehlt, verstehst du? Da sagst du wahre Worte auf jeden Fall. Ja, aber so wie ich dich sehe, ich habe schon für dich ein bisschen so Gefühle entwickelt, weißt du? Du Spinner, hast ey. Hast du einen Freund? Man munkelt. Hättest du mal vielleicht, wäre ich schon dein Typ, sei ehrlich. Leute, ihr braucht solche Kommentare nicht reinschreiben. Ich kenne ihn schon. Und so eine, sowas braucht ihr hier nicht reinschreiben. Fausto, Dankeschön. Weißt du, Lana, weißt du, wie man mich eigentlich nennt? So im Privat? Ja.
Der Kuh. Der was? Der Kuh. Kuh. Warum? Kennst du das Tier Kuh? Weil ich, wenn ich bei Kuh melke, kann ich gut melken. Mein Ding war ja früher, ich habe im Bauernhof 3 Jahre Ausbildung gemacht. Und wenn ich melke, ich bin der beste Melker bei Kuh. Verstehst du? Ja. Ey, ihr seid so crazy, ey, wirklich. Wann treffen wir uns jetzt? Also, Lana, hast du Lust auf ein Match, wenn ich gewinne? Du schreibst meinen Topspotter hier auf dein Äpfel. Aber das habe ich doch gecovert. Also das kann ich nicht abwischen. Nein, du schreibst meinen Topspotter mit Stift auf dein Äpfel. Ja, aber das Problem ist, ich kann das dann danach nicht abwischen, weil ich habe doch das gecovert. Hier sind doch Tattoos drunter. Ja und? Na, ich will ja dann nachher noch mit TikTok-Videos machen. Ja und? Wenn ich offline gehe. Dann coverst du nochmal. Weißt du, wie lange das gedauert hat? Wie lang? Lange. Und wieso hast du das covert? Ich habe das ja vorhin im Livestream gemacht. Was? Wieso hast du das covert? Na, weil ich mal so ein TikTok machen wollte mit und ohne Tattoos. Um einfach mal zu gucken. Also ich finde, ohne Tattoo schaust du besser aus. Ich weiß nicht. Ich fühle mich voll langweilig. Echt jetzt? Ja. Ja, wenn du dich so langweilig fühlst, dann lass uns so Seilspringen gehen und so, ich kann deine Langeweile abtreiben. Könntest du dich ohne Tattoos vorstellen? Ich? Nee, bei mir ist was anders, weil bei mir hat der Tattoos einen Sinn. Das geht ja nicht bei mir. Ich mag ja normal keine Tattoos, aber die haben ja alle eine Geschichte. Ja, aber ich weiß nicht. Ich finde, das sieht so... Ach, nee. Geht gar nicht. Ey, Gova, thank you. Also wenn du willst, können wir trotzdem ein Match machen, aber ja, ich denke mal, du wirst mich dann auseinander. Ein Match machen. Pass auf dich auf, bis dahin. Bleib, wie du bist. Tschüss. Immer dieser Kopfzickstuhl.